Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem kleinen Special hier auf meinem Kanal. Die Bilder, die ihr jetzt gerade seht, hier im Hintergrund, die sind jetzt nicht direkt aus meinem Gameplay. Die habe ich mal so im Internet ein bisschen zusammengesucht. So ein paar wunderschöne künstlerische Screenshots von 7 Days to Die. Jo, mir ist da Folgendes passiert. Ich habe heute 5 Folgen am Stück aufgenommen, um danach festzustellen, ich habe vergessen, meinen Kopfhörer reinzustecken und habe demzufolge ohne Ton aufgenommen. Meine Sprache fehlte komplett. Es sind insgesamt circa 1,7 Stunden, also fast 2 Stunden gewesen. Und gerade sehr wichtige 2 Stunden, weil ich da einen großen Fortschritt gemacht habe, weil ich nämlich mit einer ganz neuen Strategie rangegangen bin an das Spiel und habe mich natürlich die Rotze geärgert. Ich war echt total sauer gewesen und wollte die alle nicht löschen und wollte die auch nicht überkommentieren, die Folgen und so weiter. Und deshalb zeige ich euch jetzt hier die gesamten Folgen zusammen als Zeitraffer in sechsfacher Geschwindigkeit. Das sind insgesamt, glaube ich, so um die 17 Minuten jetzt. Und ich werde das alles nachkommentieren. Und vorab, ich habe das Spiel neu, komplett neu gestartet und habe einen etwas einfacheren Schwierigkeitsgrad mir ausgewählt, wo die Zombies nicht drin rennen, niemals rennen, auch nicht nachts. Es ist einfach ein bisschen leichter und habe da eine völlig neue Strategie gemacht. Hab so, jetzt geht's mal los, auf die Plätze, fertig, los. So, und habe dann auch bei Steam mal geguckt, bei der Community, so mit den Tipps und so weiter. Und es war tatsächlich so, dass es ist so, dass man am Anfang soll man wie ein Bescheuerter looten. Was ich dann auch gemacht habe, ich habe mich dann auch mal, obwohl ich gar nichts hatte, hier den Mut genommen, habe mal mich den Mut zusammengefasst und bin hier in die Häuser rein. Und dadurch, dass die Zombies ja auch nicht gerannt sind und es sowieso tagsüber war, habe ich dann doch gestaunt, Alter, guck mal, wie viel Loot du hier zusammen suchen kannst. Dabei habe ich immer oben die Zeit im Auge behalten, wie viel Zeit ich noch habe, wann es abends wird. Also so, die Richtlinie war ja so, um 18 Uhr möchte ich dann irgendwie mir ein Loch gebuddelt haben oder irgendwas. Aber eigentlich war der Tipp ja gewesen, dass du dich dann erstmal, oder in einem Video, was ich mal gesehen habe, dass du dich irgendwie auf dem Dach eines Hauses dann zurückziehen sollst. Und das habe ich dann im Prinzip auch gemacht. Hier in dem Zeitraffer seht ihr jetzt im Prinzip den ganzen Anfang am ersten Tag, wo ich versuche, wie bescheuert, so viel wie möglich zu looten. Zwischendurch fällt mir dann auch noch ein, dass ich, wenn ich denn eine Unterkunft finde, ja natürlich auch noch ein bisschen Holz und Steine brauche, um da oben dann noch was zu machen. Ich bin heute ein bisschen heiser, sorry. Und ja, jetzt renne ich, glaube ich, raus und guck weiter. Genau, jetzt fange ich an, ein paar Steine zu sammeln. Und ein bisschen Holz noch, damit ich dann was habe. Leider sehen wir jetzt oben rechts die Zeit, oben links die Zeit nicht, weil da mein Face davor ist, meine Facecam. Und mal gucken, ob ich überhaupt die 16 Minuten ununterbrochen labern kann. Das soll ja jetzt ein richtiges Unterhaltungsvideo werden. So, da mache ich mir jetzt eine Axt. Ich habe schon eine ganze Menge jetzt zusammengelootet und es wird weitergemacht. Weiter gelootet. Da wollte ich da nicht rein. Da waren so drei dicke, degenerierte Brüder. Da hatte ich keinen Bock drauf, da reinzugehen. Da hatte ich ja in den letzten Folgen, ich hatte irgendwie was falsch verstanden, das ganze Grundprinzip. Ich habe gedacht von Anfang an, wir sind ja jetzt schon in der Folge 16, ich habe gedacht, so ähnlich wie bei Rust oder wie bei Minecraft, dass man halt am Anfang sich Holz abbaut und Steine abbaut und dann baut man sich eine Axt und dann baut man sich einen Flitzbogen und so. Das ist aber eine Strategie, die hier bei Rust nicht wirklich aufgeht. Also bei Rust gehört einfach mit dazu, dass man hier wirklich lootet, das ist sehr wichtig. Und dass man diese ganze Ressourcen abbauen und so hauptsächlich zum Bauen für Gebäude nimmt und so, dass aber die Grundversorgung doch viel über gelootetes Zeug funktioniert, ist ja auch eigentlich ganz logisch, weil wir sind ja in einer postapokalyptischen Welt und wir sind halt ein Überlebender zwischen den ganzen Zombies, die eine fürchterliche Krankheit haben, wo sie innerhalb von 7 Tagen alle Überlebenden zu Zombies werden, außer wir selbst, hoffe ich.
Ich weiß noch nicht, ich habe es bis jetzt noch nicht bis zum 7. Tag geschafft, aber ich glaube, ich werde kein Zombie werden. Ich werde halt nur so lange wie möglich überleben. So, und hier dachte ich mir so, jetzt hast du schon eine Menge Loot, es wird immer später. Ich schätze mal, da war es so um 13 Uhr rum. Und da war das Inventar auch schon voll. Da habe ich nochmal auf die Map geguckt, in welche Richtung ich mich bewege. Von den Tipps her war es ganz gut, wenn man so ein bisschen zentral auf der Karte sein Lager aufbaut. Ich habe immer noch keinen Schlafsack, aber darüber habe ich mir jetzt erstmal keinen Kopf gemacht. Da habe ich eben probiert, irgendwie Steine Lehm zu machen, damit ich dann irgendwie den Eingang, wo ich dann später sein werde, über Nacht, dass ich den verschließen kann. Da hatte ich noch nicht so einen richtigen Plan. Hab dann später irgendwie mitbekommen, dass, glaube ich, die Steine, die man ausgräbt, wenn man nach unten gräbt und da Steine abbaut, das sind die Steine, die man dann auch setzen kann, um irgendwelche Türen zu versperren und so weiter. Bis jetzt hatte ich noch keine größeren Kämpfe mit Zombies. Ich bin da immer noch auf der Suche. Zwischendurch habe ich jetzt ein bisschen was gegessen und getrunken. Die Steine, die wir hier sonst abbauen, das sind halt Steine, die hier die oberirdischen, woraus wir dann Metalle schmelzen können. Und hier, das ist hier das Haus, was ich mir ausgesucht habe, was ich gefunden habe. Da war es relativ ruhig. Jetzt bin ich hier hoch und habe gesehen, Alter, was ist das, was ist das? Das ist eine der besten Base, die ich hier gesehen habe. Da ist noch eine hochgekommen, die Leiter. Hier mit Truhen, da war noch ein bisschen Zeug. Die Truhen konnte ich gleich nutzen und jetzt habe ich mich entschieden, Alter, jetzt baue ich mir hier eine Base. Das wird jetzt meine Base, hier werde ich die Nacht verbringen. Jetzt stellte sich nur noch die Frage, soweit ich ja gehört hatte oder gesehen hatte, können Zombies sich nicht in dem Sinne nach oben graben oder nach oben schlagen. Sie können aber wohl scheinbar doch die Leiter da hochklettern. Und jetzt habe ich das Erste, was mir jetzt erstmal einfiel, ich bin ja noch nicht so bewandert, habe ich mir da so eine Wood Frames gebaut und die davor gemacht. Im weiteren Spielverlauf werde ich ja noch so ein paar Holzspikes hinmachen. So, jetzt loote ich hier das Dach nochmal ab, überprüfe nochmal alles, was ich so finde. Freue mich hier ein Cola-Keks, ein Loch im Arsch. Jetzt müsste es so um 17, 18 Uhr sein. Ich höre unter mir im Haus die Zombies, aber da habe ich mir einen Schlafsack gecraftet. Eine ganz tolle Sache. Da hatte ich zufälligerweise dann tatsächlich genau die richtige Anzahl gelootet von diesen Stofffetzen oder was das ist. Hier habe ich mal einen Test gemacht, ob ich eine Truhe zerstören kann und dann als Truhe woanders aufstellen kann. Da stellte sich raus, ja, da ist dann nur ein Holzbrett bei rausgekommen. Und so ließ ich dann die... So, jetzt wird es langsam dunkel, der Sonnenuntergang kommt. Jetzt habe ich mir ein paar Fackeln gecraftet, um hier meine Base ein bisschen zu erhellen, damit es mir nicht ganz so langweilig wird nachts. Ihr seht auch oben links, wie ich da ununterbrochen labere, genau wie jetzt. Es ist immer gar nicht so einfach, 2 Stunden am Stück zu reden und so weiter. Das ist richtig harte Arbeit. Danach ist man richtig fertig. Manchmal nehme ich mir vor, jetzt hatte ich einen freien Tag gehabt. Da habe ich mir vorgenommen, irgendwie, ja, dann nimmst du, das wird schön, dann nimmst du 10 Folgen auf oder so, aber geht nicht. Nach 5 Folgen oder so, wenn du 2 Stunden ununterbrochen gequatscht hast, bist du völlig fertig, ja. So, und jetzt fange ich hier an zu sortieren und guck mal, was ich jetzt so als Nächstes bauen könnte und so weiter. Jetzt weiß ich nicht mehr so ganz genau jeden einzelnen Schritt, den ich gemacht habe. Jetzt habe ich, glaube ich, wollte ich mir noch mehr... Ach nein, Bogen. Jetzt mache ich mir, glaube ich, einen Bogen oder was mache ich jetzt? Mal gucken. Ja, der Ton war völlig weg. Das hat mich richtig geärgert. Ich hatte überlegt, jetzt mache ich die Wood Spikes. Alle 5 Folgen ohne Ton hochzusenden, dachte ich, wäre echt eine Zumutung für meine Zuschauer. Sowas möchte ich als Produkt nicht anbieten. Und dann kam ich halt auf die Idee, obwohl das jetzt ein extremer Aufwand war, das alles nochmal neu zu kommentieren und den ganzen Zeitraffer und zusammenschneiden und rendern und so weiter. Da habe ich insgesamt um die 4 Stunden Arbeitsaufwand für das Video gehabt. Lasst euch mal auf der Zunge zergehen. 4 Stunden für 16 Minuten Unterhaltung. Für wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, so um die 40 Klicks. Ist aber egal, weil es macht einfach totalen Spaß. Es ist einfach meine Intention hier bei YouTube, solche Let's Play-Videos zu machen. Ich habe ja mal angefangen so mit so einer Art Comedy-Videos. Hat auch totalen Spaß gehabt, aber Spaß gemacht. Aber wenn du da alleine bist, so viele Ideen hast du gar nicht. Und das ist echt auch harte Arbeit.
Da kannst du vielleicht ein Video pro Woche, dann bist du richtig gut und es ist ein urster Produktionsaufwand und ich bin dann doch nicht so. Ich bin vielleicht ein kleiner Selbstdarsteller, wie alle Let's Player. Aber ich bin nicht wirklich ein Schauspieler. Ich kann so ein bisschen rumblödeln, habe vielleicht mal die ein oder andere originelle Idee, aber ich bin nicht wirklich ein Schauspieler. Ich bin auch nicht wirklich ein Sprecher, wobei ich aber gemerkt habe, dass jetzt seit einem Jahr YouTube, seit einem Jahr Videos kommentieren, sich meine Sprachmelodie schon ein bisschen verändert hat. Dass ich meiner Meinung nach ein bisschen besserer Kommentator geworden bin, einfach durch diese Übung und so weiter. Aber ich will jetzt hier auch nicht so auf die Kacke hauen oder so. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt hier für den sonst was, also die ganzen Versprecher und so weiter, ich bin da schon ganz, bleib da schon auf dem Boden. Aber man kann ja auch so ein bisschen stolz sein auf seine Arbeit. Man hat ja irgendwie was geleistet dann, wenn man, ich habe jetzt 800 Videos hochgeladen. Das ist ja schon was. Und da hat man überall raufgequatscht und jetzt hier ist das auch eine ganz schöne Leistung, jetzt die ganze Zeit hier ununterbrochen zu sprechen. Ich versuche auch schnell zu sprechen, damit das Ganze so ein bisschen zu dem Zeitraffer passt. Das fällt mir sehr schwer. Ihr wisst ja, ich bin mehr so ein gemütlicher, langsamer Sprecher. Ich werde versuchen, auch noch da geile Musik draufzulegen, die ganze Dynamik hier noch unterstützt, sodass wirklich jemand das auch Spaß macht, hier zuzugucken. Jetzt habe ich mir schon mal mein ganzes Crap Metal zusammengesammelt und jetzt ist der nächste Tag, jetzt will ich los. Hab festgestellt, dass nur drei, jetzt verletze ich mich glaube ich auch zwischendurch nochmal an den Spikes, dieses Blut ist nur von mir selbst. Man darf da echt nicht zu nah rankommen. Ich hatte erst gedacht, da können sich nur Zombies dran verletzen, aber nein, Spieler oder ich selbst können sich auch verletzen. So, die Öffnung habe ich jetzt nicht nochmal verschlossen, weil die Zombies da nicht hochklettern, wenn ich da oben bin. So, und jetzt geht's los. Und so ist das Prinzip. Nachts über craften, Zeug sortieren, tagsüber looten. Später wird es dann so sein, in den nächsten Folgen werde ich, wenn ich genug gelootet habe, wenn ich ein bisschen Zeug habe, werde ich dann so langsam anfangen, mir eine eigene Base zu bauen, die außerhalb ist. Nachts dann immer wieder aufs Dach rauf, solange bis ich irgendwie einen schönen Bunker mir gebaut habe, wo ich dann umziehen kann, wo ich dann einziehen kann. Und von dem ich dann da meine diversen Sachen mache. So, jetzt habe ich hier was ganz Interessantes gefunden, bin aber leider gestorben. Das war ein Haus nebenan. Habe dann aus Versehen nicht angeklickt, Spawn in my Bed Roll, sondern Spawn allgemein, Respawn. Dann bin ich ein Stück weiter weggespawnt. Dann habe ich mir gedacht, naja, ist ja gar nicht so schlimm. Dann gehst du halt die Straße runter und auf dem Weg zu deinem Haus lootest du einfach das ganze Zeug. Und dann, wenn du da bist, holst du dir noch deinen Rucksack mit dem ganzen anderen Zeug und dann ist schon wieder abends. Und dann bist du mit noch mehr Zeug oben auf dem Dach und kannst die ganzen Truhen vollpacken. Ich war jetzt während dieser vier Folgen ziemlich euphorisch, weil auf einmal richtig was passiert ist. Letztens bei meiner Rust-Session war es genauso. Da hat es irgendwie Klick gemacht und ich habe dann echt irgendwie die Kurve gekriegt, wie das funktioniert. Ihr kennt das ja mit der Spielmechanik. Da ist so ein bestimmter Einstiegspunkt am Anfang, wo man die richtige Reihenfolge einhalten muss und wo man das Spielprinzip erkennen muss, die Stärken und Schwächen des Spiels. Und wenn man das so ein bisschen gerafft hat, dann kann man so richtig loslegen. Jo, hier geht's dann über die Brücke und schön am Looten. Ich gehe gar nicht weiter in die Häuser rein, weil ich nicht so viel Zeit verlieren will, weil ich auch noch nicht bewaffnet bin und gar nicht kein Risiko eingehen will. Ich bin in den letzten 15 Folgen einfach zu oft gestorben, manchmal zweimal pro Folge oder so. So, jetzt fällt mir gleich ein, ich habe ja 10 leere Wassergläser dabei, weil ich ja eigentlich gar kein Wasser weiter dabei habe, doch nochmal zurückgehe zum Fluss. Und mir jetzt Wasser hole, es ist zwar Flusswasser, was nicht so besonders sauber ist, man kann es wohl abkochen in einem Kochtopf oder so, aber das habe ich noch nicht. Deshalb nehme ich jetzt erstmal 10 Gläser Dreckiges. Jetzt suche ich meinen Rucksack, hatte vergessen, dass ich ihn oben auf der oberen Etage verloren hatte, dann habe ich nochmal in die Map geguckt. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, der ist da oben. Dann bin ich hochgeklettert, da ist er, ich habe den Rucksack gefunden und wurde von hinten erschlagen von einem von diesen dicken Typen. Da habe ich mich richtig drüber aufgeregt. Das seht ihr vielleicht oben so ein bisschen, oben links.
Wie ging das weiter? Es ist gar nicht so lange her, deshalb kann ich mich noch ganz gut erinnern, wie das dann war. Genau, und dann habe ich weiß nicht, ob ich jetzt den Rucksack schon eingesammelt hatte. Nee, jetzt gehe ich hoch und will den Rucksack holen. Zack, 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 genau. Wir sind doch gleich am Ende. Und jetzt finde ich hier oben auf dem Dachboden, wo ich umgekommen bin, und unabhängig, dass dann tot war, habe ich dann Tresor gefunden. Da ist ein Waffenschrank, ein Waffentresor. Und das ist das, was uns in Folge 17 erwarten wird. Da werde ich nämlich dann tagsüber dahin gehen. Und hoffe, dass ich dann da mit einer schönen Waffe rauskomme und in Zukunft dann auch ein paar Zombies töten kann. Jetzt mache ich mir, jetzt mach, meine gesammelten Werke werden jetzt hier zu Scrap Iron verarbeitet, weil ich muss mir dann irgendwie so einen Hammer machen, eine Spitzhacke machen und so weiter, damit ich mir meinen Bunker bauen kann. Ich glaube, ich baue mir jetzt auch noch einen Bogen oder ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Tag kommt, aber ich glaube, das ist schon. Naja, noch nicht ganz das Ende. Jetzt kommt noch ein Stück. Da baue ich mir einen Bogen. Hier kriege ich schon so ein paar Eisenbahnen zusammen. Zwischendurch wird schön gegessen und schnabuliert. Und das klappt jetzt wunderbar mit dem Schlafsack, dass ich da wieder spawne und dass ich auch mein Inventar dann in den Truhen habe und so weiter. Jetzt probiere ich hier mit diesem Herd rum. Habe aber nicht rausbekommen, wie ich eine Pfanne craften kann. Ich habe nur rausbekommen, wie ich einen Topf craften kann. Keine Ahnung, wie man eine Pfanne craftet. Muss ich vielleicht nochmal ins Wikipedia gucken. Und habe auch nicht rausbekommen, wie man diese Teile, diese Eisendinger da machen kann. Da muss ich auch ins Wiki gucken, wie ich die herstellen kann. Das habe ich jetzt nicht gefunden in der Liste, in der Leiste da. Ich weiß nicht, ob man sich da nochmal eine extra Werkbank einrichten muss, die ich jetzt nicht gesehen habe. Ich habe die Liste mehrmals durchgesucht. Oder ob man da noch ein Rezept. Ich habe ein Buch gefunden, fällt mir gerade noch ein. Und das war ein Rezept, um eine Pistole zu craften. Das habe ich dann auch rausbekommen, wie das funktioniert, wie man das aktiviert dann. Und jetzt rede ich mir so langsam den Mund fusselig. Gleich kann ich nicht mehr. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Jo, und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil das ist ein gigantischer Fortschritt hier bei meinem 7 Days to Die spielen. Als ich die ganze Spielmechanik jetzt erkannt habe, wie das hier funktioniert, das ist halt bei jedem Spiel anders. Diese ganze Strategie, die passt sich halt immer an den Möglichkeiten, die du in dem Spiel hast. Jetzt baue ich mir hier noch ein Crossbow. Freue ich mich schon drauf, wenn ich am nächsten Tag dann mal vielleicht ein paar Tiere jage. Allerdings brauche ich dann auch noch einen Kochtopf. Ich glaube, ich hatte zwischendurch einen gefunden. Den habe ich natürlich zu Scrap Metal gemacht. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich ihn für ein Feuer dann noch benötigen könnte. Jetzt crafte ich mir noch ein paar Pfeile. Ja, ich weiß, 20, 16 Stück. Naja, ah, nee, ich mache mir noch ein paar mehr. 20, mal gucken, wie weit ich da. Jetzt kommt noch ein Probeschuss. Den kann ich mir nicht verkneifen, nachdem ich noch ein Schlückchen Wasser getrunken habe. Gleich stelle ich fest, dass obwohl ich voll getrunken habe und voll gegessen habe, meine Gesundheit sehr, sehr weit unten ist. Da versuche ich dann noch, hier ist das Pistolenrezept, was ich da ausprobiert habe. Da versuche ich nochmal eine Bandage zu craften, in der Hoffnung, dass meine Gesundheit dann steigt. Ich habe auch Schmerzmittel genommen, da ist die Gesundheit auch nicht gestiegen. Und dann habe ich mal kurz gewartet und dann habe ich aber gesehen, dass der Gesundheitsbalken ganz langsam aufsteigt. Also die Gesundheit regeneriert sich ganz langsam. Und die Medizinsachen sind scheinbar nur für wirklich Verletzungen, wenn man blutet und so weiter. Aber das bekomme ich noch raus. Ja, und ich glaube, das war's jetzt schon. Es geht wirklich dem Ende zu. Jetzt sortiere ich noch ein bisschen Zeug ein und so weiter. Und in dem Moment ist mir noch gar nicht bewusst, dass die gesamte Aufnahme versaut ist. Und ich bin aber total happy, dass ich hier schon so viel Zeug habe und 3 Tage überlebt habe und schon eine eigene Base da oben auf dem Dach habe. Und diese ganze Freude kommt hoffentlich jetzt auch in diesem Video rüber. Und ich hoffe, dass sich 2, 3 Leute die auch angucken und die dann vielleicht auch die nächste Folge von meinem Let's Play gucken. Die vielleicht einen Daumen hoch abliefern, die vielleicht sagen, ja, fanden wir eine ganz coole Sache mit dem Zeitraffer, mal was anderes. Da geht die Sonne auf und jetzt geht's auch schon dem Ende zu. So, meine lieben Freunde, und das war's hier. Freut euch auf die nächste Folge von 7 Days to Die, wo ich dann hier frisch gestärkt weitermachen werde. Meine Base da oben ausbauen, looten und so weiter. Und dann werde ich auch schon anfangen, so langsam hier einen schönen Bunker zu bauen. Dankeschön und auf Wiedersehen, meine lieben Freunde, hier bei YouTube. Das war UFO Mann live aus den UFO Mann Studios in Berlin. Tschüss!